Hey ho und willkommen zu The Outer Worlds. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und dann geht die Reise auch schon los. Viel Spaß! So, und da sind wir wieder zurück. Roseway liegt hinter uns. Haben wir ja jetzt erledigt. Gibt ja jetzt wahrlich nichts mehr zu tun. Gehen wir erstmal wieder aufs Schiff. Achso, ich wollte mit dem Ding mal schießen. Okay. Dann rein. Du hast Schlangenhaut erhalten. Felix und der Vicar are arguing again. Okay, ich habe ein paar neue Dinger, die jetzt überall rumhängen. Nice. Okay, sie steht da schon provokant rum. Hey, Pavati. Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. Klar. Klar, was kann ich für dich tun? Einen Moment habe ich wohl, aber nur kurz. Nee, was kann ich tun? I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. Das ist süß, kann ich helfen? Du stellst sie also gleich deiner Familie vor, was? Ganz schön mutig. Ich bin kein Fan von Fremden. Ja, süß. Kann ich helfen? I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. I smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. Freilich. Wenn es nur daran scheitert, naja. Kein Problem, wir können sofort gehen, wenn du magst. Auf der Groundbreaker gibt's eine Menge Geschäfte. Woran hättest du gedacht? Du siehst gut aus, so wie immer. Na gut, wenn es sein muss, ich schätze, ich soll einen Quatsch bezahlen. Kein Problem, wir können sofort gehen, wenn du magst. I mean, only if you're not busy. Or when you're heading through Groundbreaker for something else. You don't gotta change plans on account of me. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. Cause I wanna come with. Klar. Warte mal. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy-like, ain't it? Jedem das Seine. Ja, was hältst du vom Schiff? Ich glaube, es ist Zeit, dass du weiterziehst, Pavati. Ja. Was hältst du vom Schiff? That's in pretty good shape, considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA-120. A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space, but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Das ist unser Schiffsrechengerät. Es ist nicht besonders intelligent, aber es imitiert Intelligenz ganz gut. Anscheinend ist Ada diejenige, die das Schiff wirklich fliegt. Ada, wie wäre es, wenn du dich nicht ungefragt in Unterhaltungen einklinken würdest? Ich nehme den spaßigen. So you're gonna call her it. Not she? Though my voice is currently pitched to suggest female, I possess no gender. Any pronoun preferred by the user is acceptable. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. Was meinst du, Pavati? Ist das Schiff flugtauglich, jetzt da wir den Regulator haben?
Ada, von jetzt an wirst du was wird sich Parvati um dich kümmern? Ich erwarte, dass du mit ihr kooperierst. I am at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker. Though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Danke fürs Gespräch. So. Interessanterweise kann ich hier jetzt aber schneller laufen, obwohl ich überladen bin. Was sogar eigentlich ganz cool ist. Habe ich hier neue Nachrichten? Nee. Okay, das kommt als letztes. So, wir haben aber noch eine Mission offen, die mit Sam. Weil wir haben ja diese Säureregulatoren-Dingsbums da. Installiere den Säurereiniger. Ah! Okay. Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Okay, ja. Registering new owner, Captain. Willkommen in meiner Crew, Sam. Dann sag mir mal, wo du hergekommen bist. Willkommen in meiner Crew. Sam Units live to clean and clean to live. Hey, hey, warte, 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 warte. Scanning for C 2 5 4 7 grade rated contaminants. Sam, ich lasse dich aus den Deals, du bist gefeuert, zurück. Ah. Gute Arbeit, Sam. Customer, this area is utterly filthy. Danke. Dann sag mir mal, wo du hergekommen bist. All Sam units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Mhm. Nein, ich meinte, ich möchte gerne mehr über dich wissen. Did you know Sam units are capable of equipping regulation grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Okay, na was sagst du, Sam? Hilfst du mir in dieser Kolonie aufzuräumen? Got stubborn stains. Leave them for Sam. Zurück an die Arbeit, Sam. Jawohl. Begleiter einkassiert. Der gute kleine Sam. Hier noch Mülleimer. Nola Rupp Hive. Okay. Ja. Okay. Haben wir hier irgendwas Neues? Ich bin mir gerade unschlüssig, was davon ich schon hatte und was nicht. So, auf Anhieb erkenne ich da jetzt nicht viel Neues. Nee, nicht wirklich. Okay, wir gehen mal hier rein. Buch. Ach, das ist das Tagebuch. Ja, das hatten wir schon. Das ist das. Das ist das. Kennen wir schon. Loblieb auf Brandstiftung. Sein Schlagstock, das kennen wir auch schon. Ah ja, Danger. Danger. Maschinenbau. Das hat er schon eine Weile. Okay, soweit so gut. Ah, hier kommen wahrscheinlich die Bücher dazu. Okay. Okay, okay, okay. Ist hier jetzt noch was Neues dazu gekommen? Nicht wirklich. Halt mal. Was ist das? Brauchbare Sammelkarten. Achso, mehrere. Ah, hier ist noch die Flagge. Okay.
You don't think that's a problem? Whole ship's running on a computer's fancy. That'll make you nervous, creature? No, Felix. The concept of a ship computer does not make me nervous. Are you scared of Ada? I ain't scared of Ada. Good. I'm glad we cleared that up. It's just, she's a computer, Max. What happens when her equations tell her to cut off her oxygen? Or blast us all into space? Felix, Ada is not sentient. She can't act out of a sense of malice. Where do you get these ideas? I was watching True Stories of Mechanical Murderers last night. One of these days, I'm going to make you read an actual book. Captain? Das war endlich mal eine gute Unterhaltung. Ja. Ich glaube, Sam hat sauber gemacht. Das klang sehr hart danach. Eine Puddel rum auf dem Tisch. So viel hat sie jetzt hier noch nicht. Okay. Und hier ist noch komplett leer. Also irgendeinen Begleiter kriegen wir noch. Irgendjemanden muss es noch geben, weil der Raum ist noch leer. Okay. Ellie? Something on your mind? Okay, du hast nichts Wichtiges. So, der Vikar ist hier. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Auch nichts Neues. Okay, und wo ist Felix? Felix? Felix! Hm. Das ist Parvati. Parvati ist wieder am Basteln. Das ist Sam. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. Mhm. Berufliche Kompetenz, Spezialisierungsmaschine. Möchtest du 500 Bits ausgeben, um all deine Fertigkeits- und Vorteilspunkte zurückerstattet zu bekommen? Ah, da kann ich mich resetten und neu verteilen, alles klar. Felix? Felix! Good to see you, boss. Ebenso. Ah, du bist halt nicht sonderlich gesprächig. Ada? Welcome back, Captain. Hm? How can I be of assistance? Auch nicht. Mhm. Mhm. Er war jetzt nicht freundlich. Mhm. Fertigkeitenpunkte verfügbar? Oh. Habe ich noch Level gemacht? Also nachdem ich die ganzen Missionen natürlich abgeschlossen habe. Ja, das ist... Ja, das macht natürlich... Macht natürlich Sinn. So. Aber deswegen bekomme ich trotzdem keinen Vorteilspunkt. Felix. Parvati. Der Vikar. Warte, was? Ach, ich kann Dings nicht ausrüsten, oder?
Ich kann Sam keine Ausrüstung geben. Der ist so, wie er ist. Okay, ich verstehe. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. So, hoch. Ich will auch. So, Leute. Macht mal, was ihr wollt. Ich bin hier in meinem Quartier. Gab es hier jetzt irgendwas Neues, Hübsches? Habe ich auch was für mich gefunden? Sieht jetzt nicht wirklich danach aus. Oh. Antibiotic Security Lab. Aus Anticleos verlassenem Labor in Roseway. Das ist fett. Ah, hat was. Find ich in Ordnung. Nehme ich. Das hier. Achso. Ja, jetzt kommt das Unangenehme. Jetzt, das werde ich aber diesmal komplett überspringen. Da jetzt auch nichts sonderlich Aufregendes dabei ist und sich ein ganzes Stück hinzieht, werde ich mal meinen ganzen Loot einsortieren. Ja, also bis gleich. So, dann habe ich es hinter mich gebracht, alles einzusortieren. Ja, hat vielleicht ein bisschen gedauert. Aber nur vielleicht. Hab auch direkt mitgekriegt, dass ich es hart übertrieben habe schon wieder damit. What a mess. What a mess. Okay. Denn als ich fertig war, hat erste Mal, ja, da ist erstmal die FPS flöten gegangen. Als er die Kiste mit meinem Spielstand speichern wollte, das war schon interessant. Wie auch immer. Wir haben ja mit unserer guten Parvati gesprochen und die möchte Badezusätze. Wie wir hier schon sehen, na, Marker. Also fliegen wir erstmal wieder zur Groundbreaker und gehen mit Parvati einkaufen. Würde ich mal so sagen. Inaktive Aufträge. Ah ja, das ist, wo es überall welche gibt. Auf Terra gibt es gerade keine Mission. Ah, okay. Erstmal Groundbreaker. We've arrived at the Groundbreaker. Sehr schön. Okay. Dann schnapp ich mir aber nur Parvati, oder? Das wäre besser. Bedeutet, Ellie, du bleibst mal hier. Parvati, du kommst mit. Und los. So, Parvati am Start. Parvati am Start. Hast du was zu sagen? Safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Okay. So, ich kann jetzt zum Glück wieder rennen. Hey, that pad down there. With the lights off? Kannst du nicht einfach Hey rufen? Hey ist so allgemeingültig. So. Okay, hier nicht. Parvati, mach Platz. Mhm. Rest and go. Im Rest and go? Badezusätze. Kann ich bei ihr kaufen? Bitte was? Hi. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Ist doch schon erledigt. Schon längst erledigt. Ich bin dem Notrufen nachgegangen. Zeig mir mal, was du hast. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler. But she's no match for your pal Gladys.
So, was hast du denn Schönes? Okay. Bergungshelfer. Dezent interessant. Bananenbüschel, Dingsbums, Munch, Waffenteile, Mod. Die Teile, das, Waffen. Okay. Inhalator. Pep-Pilz. Irgendein Spray. Antibiotika-Creme. Adreno. Und Adrenatime. Ich sehe da jetzt nicht wirklich Badezusätze. Okay. Gracious. I was just sitting down for tea. Ja, aber dem machen wir keinen Stress. Meine Ingenieurin möchte sich gerne mal wieder so richtig fein rausputzen, um Chief Yunlei zu beeindrucken. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got them, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such. Me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Das ist eine gute Frage. Rage Rose, wenn es um Romantik geht, dann verfehlt der Klassiker nie seine Wirkung. Wie wäre es mit Pseudo-Apfel und Sündzimt? Pavati ist schließlich so zuckersüß wie ein Apfelkuchen. Eine Ingenieurin steht wahrscheinlich auf Raumschifffrische. Frisch gescheuertes Metall und so. Hast du einen Favoriten, Pavati? Ich frag mal. Oh gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny, miny, moe it. Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. Tja, da bin ich zwiespältig. Also, wir wollen sie ja schon rumkriegen. Also ist Rose ja nun jetzt nicht ganz verkehrt, aber ist halt Ingenieurin, also ist Raumschifffrische eigentlich auch richtig, aber mit dem Beigeschmack, dass Gladys dazu sagt, wenn man ausspionieren will. Klassiker oder gezielt? Ene mene mu, würde ich da so ein bisschen sagen. Wie Parvati schon andeutete. Gezielt? Oder direkt romantisch? Moment, Nisa kündigt sich irgendwie an. So. Also,
ich entscheide einfach mal nach dem Prinzip, was sie mag, nicht was der Klassiker ist. Klassiker wird wahrscheinlich auch funktionieren, aber vielleicht nicht so gut. Aber Ingenieurin steht wahrscheinlich auf Raumschifffrische. Die sind ja nun beide sehr ingenieurstechnisch sehr involviert. Und lieben ihren Job auch. Also eine Raumschifffrische ist doch bestimmt. Okay. Like grit and grime covered over with cleaner, you mean? That's a smell that means we're really going places. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Okay, Achso, ich bin den Notruf nachgegangen. Das kann man ja gleich mit anschließen. What's that? Speak up now. Wegen der Geheimnisse, nach denen ich für dich suchen sollte. Ich bin noch auf der Suche, ich melde mich später. Ja, wegen der Geheimnisse. Ich habe eine Formel für Zahnpasta entdeckt, aber sie dann wieder verdeckt. Ich habe einige Forschungsunterlagen über Raptiton-Moschus gefunden, aber ich habe schon einen Käufer. Ich habe Pläne für eine Prototypwaffe von Force gefunden, sie aber wieder verloren. Okay, ich habe ja alles gleich wieder weggegeben. War vielleicht nicht so schlau. Ich nehme mal das Zahnpasta, weil das ist am uninteressantesten wahrscheinlich für sie. Well, that's just swell, sweetheart. Good for you. Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Okay, ich glaube, das war's. Darnation. It sounded like a gold mine, but maybe that's just my old hopes getting in the way. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Aha, okay. Die 10.000 Bits habe ich ja. Ich möchte den Stellar Bay Navigationsschlüssel kaufen. Ja, nehme ich doch gleich mit. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Okay, noch was anderes? What do you want, then? My hard-earned wisdom? Du hast gemeint, dass die Groundbreaker nicht nicht der Kontrolle des Vorstands untersteht. Was machst du hier? Warum hat der Vorstand eine Navigation eingezogen? Das hatten wir alles schon mal. Danke für deine Zeit. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Hm. Das ist jetzt kritisch. Ich darf natürlich nicht stehlen. Ich darf das Ding auch nicht hacken. Okay, keep him quiet. Ja, dann sehen mich die zwei nicht. Was eigentlich unüblich ist, aber sie auf jeden Fall. Hm.
Okay. Kritische Angelegenheit. Wie auch immer, wir haben jetzt einiges abgeschlossen. Zack. Sprich mit Vavati. Was, Hauptauftrag? Ne, hier. Sprich mit Vavati. Du und Vavati habt die Pflegeprodukte gefunden, das sie gesucht hat. Frage sie, ob sie jetzt bereit für ein Date mit Jüngler ist. Ja, natürlich. I hope this fancy soap we got is extra strength. I'm feeling a mite ripe. Hier ist deine Seife. Geht's wohl? Hier ist deine Seife. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, June Lay said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Saltuna and Xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Mhm. In der Nähe von Stellar Bay. Okay. Na gut, das bekommen wir schon raus. Ist das wirklich nur... Ja, das bekommen wir schon raus. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Natürlich. Finde Herzküchlein, besorge einen, Dust irgendwas.